Wie geschehen
sehen, wie das Leben wirklich ist, das will doch keiner sehen. Es atmet sind im Dunkeln, die Rampenlichter funkeln und dann fängt das Theater an. Ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz, ein bisschen Triumph und Debakel, ein schauerhaft Traum und ebendes Schmerz. Kurz, was euch unterhält. Mitnehmen, war es im ersten Teil eine Reise in fremde Länder und Regionen, lag im zweiten Teil der entstaubte Liederduft buchstäblich in der Luft. Heißt es jetzt ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz. Kurz, eine Reise durch den Körper. Aber wir haben natürlich nicht mehr etwas fürs Hirn oder fürs Herz zu bieten, sondern auch für tiefere Regionen. Ja, also das kommen wir dann später. Oder welche meinst du da jetzt? Na, die Beine natürlich. Ach so, ja, da wollen wir Ihnen und uns erstmal Beine machen. Dann lass uns mal schnell auf den Zug springen. Heute nur los, die Menge stürmt den Bahnhof, ja, wie kommt denn das los? Ja, heute wollen die Leute auf die Wochenendfahrt. Man kreist und man reist, wir bestürmt und erschlagt. Man fängt und man fängt und denkt, da kriegt er den Schuss. Und drauf bewegt sich der Zug. Oh ja! Tschu-tschu, tschu-tschu, tschu-bugi, tschu-tschu. Tschu-tschu-bugi, tschu-tschu. Tschu-tschu, tschu-bugi, das ist der Tag der Rückfahrt. Ja! Tschu-tschu, tschu-tschu, tschu-bugi, tschu-tschu. Das ist der Tag, der uns fand. Ja! Ach, nun hieße morgen früh um 28 steigst du ein in deinen Zug und um 9:30 bist du da. Ach, am liebsten möchte ich bei deinem Zuglokomotive sein, dann wäre ich dir schon etwas früher da. Ach, nun hieße könnte ich bei deiner Eisenbahnmaschine sein, dann wüsste ich, auf das du sicher fährst. Oder wäre ich vom Bahnhofsvorstand das Trompetelein, dann wüsste ich genau, dass du mich auch erhörst. Ach, Luise, kein Mädchen ist wie diese. Dieser Anmut, dieser Charme, dieses Tendre macht mich raus, ob es Mai und Dezember. Oh, Luise, das bleibt meine Devise. Und legt man dich der Angst zur Ruhe, dann leg ich mich dazu. Ach, die Luise, das war schon eine tolle Braut. Du, kein Mädchen war wie diese. Die hat mich schon ganz hart. Ich mag aber diese. Ach, wo wollen wir denn jetzt noch hinfahren? Ja, wir fahren doch jetzt nach Nischni Nowgorod mit der transsibirischen Eisenbahn. Oh,
Was? Mit der transpirierenden Eisenbahn? Nicht mit der transpirierenden, mit der transsibirischen Eisenbahn. Also gut, gute Idee. Alles einsteigen. Türen schließen. Christianowitsch, hau in die Tastowitsch. Was macht er dann? Er lacht sich einmal an. Lange Frau im Frühling möchte er
sie lacht ihn gleichfalls an und sie wandert nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Jetzt fliegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann mit Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Was macht er dann? Er lacht sie einmal an. Fern beim Regiment war. Prima
Lippen bunt. Und auf allen Burgen ging es rund. Das war gesund. Oh, Mensch, Luise, ist es immer so erotisch zumute? Oh, und wie ich sagte, ich bin sogar schon ganz heiß gefunden. Ach, du liebe sag das, das hatte sogar schon in meiner Jugend angefangen. Was, in deiner Jugend? Ja, wenn ich das sage, wenn ich dir Geschichte erzähle. Oi, oi, oi. Übrigens, oh, ich bin sogar dabei. Guck mal. Was? Ja, ja. Oder was sehen, da bin ich gespannt. Schau mal, nein. Hast du es geschrieben? Ja. Deine Memoiren? Nein, jetzt muss ich das was, jetzt bin ich gespannt, was ja, das ist. Oh, das ist ja ein Brief einer höheren Tochter. Ja, aus den Ferien an ihre Mutter. Ach Mama, ihr ahnt es nicht, spannend wird heute mein Bericht. Wenn ihr fragt, was wir so treiben, muss ich euch ein Spiel beschreiben, das hier draußen auf dem Land mein Cousin Eugène erfand. Wir gehen in den Wald hinaus, dort sagt er, komm, zieh mich aus. Und wenn ich die Kleider los bin, legt er mich ins grüne Moos hin. Damit ich nicht frieren tu, deckt er mit sich selbst nicht zu. Sagt er nur einen Satz, jedes Knie an seinem Platz. Dann so weit ist schon, küsst er mein, naja, ihr wisst schon, ihr müsst meiner Meinung sein, diesem Jungen fällt was ein. Dann von wo, das weiß nur er, bringt er eine Maus daher. Doch das Tier, das arme Süße, hat kein Fell und keine Füße. Euch mal zeigen lasst, tut er's gern, ich wette fast. Nun, Mamaschen, denkt euch bloß, geht das Spiel jetzt richtig los. Nun muss es der Maus gelingen, sich in Sicherheit zu bringen. Doch und ihr so unentwegt, meine Ehre hin verlegt. Doch die Maus, die hält nicht still, denn sie weiß nicht, was sie will. Dass sie diese Jagd nicht leidet, ob sie nicht einmal gescheit wird. Einmal rein und einmal raus. Ach, die dumme kleine Maus. Nein, wie dann Eugène sich plagt, wenn er dieses Mäuslein jagt. Wenn ich hinschau, muss ich kichern. Euch, Mama, kann ich versichern, dieses Spielchen werdet ihr hier, macht euch so viel Spaß wie mir. Wenn sie nicht mehr laufen kann, fängt die Maus zu weinen an. Eugène muss das traurig finden, drum lässt er sie gleich verschwinden. Damit ist das Spiel dann aus und wir zwei gehen brav nach Haus. Einfach toll! Morgen sagt er zur Belohnung, lerne ich auch eins für die Wohnung. Das macht auch viel Spaß, sagt ihr. Wenn ich's kann, schreib ich euch mehr. Nun, Mama, seid ihr im Bild, ich hab euren Wunsch erfüllt. Denn ich habe schon seit Wochen nie mit fremden Jungs gesprochen. Ihr könnt ganz beruhigt sein, euer braves Töchterlein. Ich bin jetzt aber nicht.
Der Song ist schon rückgeschmissen. Aber du, ja. Das ist ja wirklich ganz anders von diesem erotischen Erbüssen. Ja. Sag mal, von wem war der Brief da eigentlich? Ja, der war von meiner Cousine, Erika. Aha. Ich dachte, du hast eine spanische Verwandtschaft. Ha ja, auf Spanisch heißt sie Erotica. Und du bist dann Eugene, oder was? Ja, so hat sie ihn als genannt, mich als genannt. So, so. Na dann, erzähl mal mehr. Dann hör ich mal zu. In einem Warenhause, Abteilung Himbeerbrause, ist Fräulein Erika Frequier. Tagtäglich ohne Pause trink ich jetzt Himbeerbrause und hoff, dass ich ihr imponier. Ich bin so scharf auf Erika, wie Kolumbus auf Amerika. Ich steig mit ihr ins Segelboot, dann fahren wir hin. Kaffeekanne steht in der Badewanne und wundert sich, was sie da soll. Sing mit! Ich bin so scharf auf Erika, wie Kolumbus auf Amerika. Ich steig mit ihr ins Segelboot, dann fahren wir hinaus ins Abendrot. Ich zeige meiner Erika, insgesamt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das lass dir mal von mir erzählen, warum. Ich bin gespannt. Schon der Professor Sokrates hatte sie der Liebe schwer. Und er rief aus, ich ahne es, Weiber sind schon ein Malheur. Doch wenn man die Frau historisch nimmt, wird man schneller aufgebracht, dass sie der Geschichte Lauf bestimmt. Nur weil sie Geschichten macht. Nein, Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Engel. Sie schenken einem verliebten Mann auf ihren Schoß das Paradies. Männer, die werden niemals schlau, stets macht sie die Liebe blind. Sie gehen auf den Leib der Frau, weil sie eben harmlos sind. Sie verfallen immer wieder gern den bewussten holden Mann. In der Liebe sind der Schöpfung Herr, doch den Frauen untertan. Nein, jetzt sind du mit. Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, sie schenken einem verliebten Mann
das Lied vielleicht so singen. Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit satten Augen an und können so herzlos sein. Nein, ja, Frauen sind wirklich keine Engel, da hast du recht. Manchmal könnte ich aus der Haut fahren und sie allesamt verschießen, erdrosseln, erstechen, erwürgen, erseifen, strangulieren. Es ist laut, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu beschweren. Und ich werde geliebt, und wie ich das mach, das wollen wir Ihnen jetzt erklären. Bittlabu, bittlabu, bittlabing, bambu, unsere Liebe hat genau dran angefangen. Da schlitzte ich die Kehle der Katrein. Das heißt, sie liebte mich, solange sie liebte, und wem es bis zerschlitzen, wird sie nicht böse sein. Bittlabu, bittlabu, bittlabing, bambu. Also, unsere Liebe hat kaum noch angefangen. Da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also, das war kein Aspirin, das war sprich nie, aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid war sie in den Nagold, gelangt nach Dillstein, niemand hat gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn gerade meine Stadt ist die Nagold doch so wunderschön. Bittabu, bittabu, bittabimambu. Also was kann eine Frau darauf verlangen? Nach dem Tod habe ich sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod auch etwas schnell, das ist nur originell, doch bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Zum Beispiel Lola mit den Engelsfrieden, leg ich auf die Idee zu schienen. Lilene und Marianne starben in der Badewanne. Lies ich noch den Lebenswandel durch ein großes Ziegel stand. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Boom, bitter, boom, bitter, ring, fang, boom. Unsere Liebe war noch älter als 2 Stunden. Da stieg ich auf den Turm mit Rosmarie. Bei Yvonne habe ich vergessen, den Gasrahmen zu drehen und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Bittabu, bittabu, bittabing, bambu. Nur die Sonja wollte mich versichern lassen. Also das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen, ich habe sie schnell erschossen und heute liebe ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte die Krankheit überwunden, nur leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hat es dann das Leben, wollte selbst den Tod sich geben, selbstverständlich hat er hier dabei. Bittabu, bittabu, bittabing, bambu. Nur die anderen, heute habe ich eine Frau gefunden. Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich nicht verpassen, mir das Messer schneiden zu lassen. Mann, da muss ich die Pistolen, mein Pistolenputzer holen. Und in der Fenster muss ich borgen. Das hat sehen, das kommt das Morgen. Und ein kleines Pomahanger. Für die Leib brauch ich ein Sacker. Auch ein Besen hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, das habe ich schon bestellt. Bittabu, bittabu, bittabing, bambu. Schöne Frauen kosten sehr viel. Du hast den gewissen Zauber,
und die Familie, ja sogar der kleine Hund. Und besiegt man sonst an Dele jedes Band und jede Ehe, jeder Kuss in den Betrieben. Und die ganze große Liebe und die ganze heutige Zeit, ja sogar die Schiffer. Und dass ja auch am Körper so manches Schwindel sein kann, ja, das ist ja allgemein bekannt. Abgespritzt, abgesaugt, silikoniert oder gelüftet. Diese kleine Schwindelei behält doch jeder gerne für sich. Nicht wahr? Auf jeden Fall ist bei uns alles echt. Ja. Auch unsere Rundungen. Ja. So nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein. Aber bei Hirn und Herz ist da ja meistens leider nichts zu machen. Ja, so ist das. Apropos, das Lied Alles Schwindel steht auch für eine Zeit, in der es sogenannte entartete Musik gab. Ja, denn den pfiffigen Texten und den durchaus, naja, kritischen Texten auch von Marcello Schiffer und der Musik von Michel Spoljanski erging es wie so vielen, die im Dritten Reich verfemt waren. So auch den legendären Comedian Harmonists, die nicht nur den kleinen grünen Kaktus salonfähig machten, sondern mit dem Lied Lebewohl, Reise für einen symbolträchtigen Schlusspunkt ihrer Karriere sorgten. Im Laufe der Recherchen unserer entstaubten Liederprogramme stoßen wir immer auf wieder solche brillante Künstler,
deren Lieder früher wie heute so fröhlich und lustig klingen, obwohl es ihnen vielleicht selbst ganz anders zumute war. In diesem Zusammenhang werden wir auch oft gefragt, ob wir denn nicht auch endlich mal diese wunderbare kleine, grüne, stachliche Zierpflanze besingen, stolz einer jeden Fensterbank. Ja, und wir wissen natürlich, dass viele unserer Kollegen mit nostalgischen Songprogrammen diesem Lied wirklich, naja, mehr oder weniger große Ehre erweisen. Und aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, heute Abend dieses Lied nicht zu singen. Das ist aber ein wirklich ein bisschen zögerlicher Applaus. Nicht? Also, man merkt natürlich gleich, wir müssen natürlich auch, da liegt der Bonbonpapier, wer hat da was verloren? Steht das auch eine Nachricht? Guck mal. Auch da steht drauf, sing doch endlich mal den Kaktus. Aber es ist klar, Sie merken hier an der Reaktion des Publikums und auch hier an der Nachricht, an der Zettelbotschaft, ja, an der heiligen, dass man sich dem Kommerzdruck des Publikums einfach beugen muss. Und welchem Druck wir dann immer wieder ausgesetzt sind und wie wir mit dem umgehen, das erzählen wir Ihnen jetzt. Ein klarer Fall für unseren GMDTV. Nämlich unseren Generalmusikdirektor und Tastenvirtuosen. Wann singt ihr wieder entstaubte Lieder? So hören die Leute dir auch fragen. Und auch Herr Krause vom Nachbarhause, den hören wir immer wieder sagen. Wann singt ihr mal von Kaktus? Das Lied hab ich so gern. Holleri, holleri, holleri. Auch meine Tante Frieda, die singt sie nah und fern. Holleri, holleri, holleros. Auch manche böse mich, der ungezogen spricht, dem krieg ich meinen Kaktus und der steht, steht, steht. Drum sing doch mal zu Kaktus, so komm in die Saison. Holleri, in dem schönen Salon. Umba, 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 umba. Was sollen wir sagen auf solche Fragen? Wir wollen das Lied doch gar nicht singen. Wenn andere Kollegen Konzerte geben, dann sollen doch die das Liedchen bringen. Wir hassen diesen Kaktus, das Lied hat wir nicht gern. Holleri, holleri, holleri. Egal, ob's Leute mögen und kommen aus nah und fern. Holleri, holleri. Auf Liebe und auf Treue, doch in den Delirien
schlüpfte er sich volle Glas frisch den Saft im Bier. Ich hab für dich den Blumentopf bestellt und hoff, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste Blumentopf, der schönste auf der Welt. Drum gieß dir meinen Blumentopf, dass er sich lange wie schön muss. Eines Abends Wutentbrannt vom Kopf bis zu der Zehe, schrie die Holde, sei bedankt, lieber Freund, ich gehe. Und vor unserer Nase schlug sie zu des Hauses Pforte, und zum Abschied nicht genug hören wir diese Worte. Ich hab für dich nen Blumentopf bestellt und hoff, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste Blumentopf, der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass er sich lange hält. Ich hab für dich den Blumentopf bestellt und hoff, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste Blumentopf, der schönste auf der Welt. Gieß mir meine Blume doch, dass er sich lange hält. So I
Tanz, der hat Blut, der hat Feuer und ist in diesen schweren Zeiten doch nicht teuer. Darum reizt so ein Tango die meisten. Einen Tango kann sich schließlich jeder leisten. Kommst auch du noch dazu, süßes Wesen, dann kommt man unbedingt sofort auf seine Spesen. Ich versteh in den Augen zu lesen, drum bin ich so verliebt heut in dich. Ich hab die Tanze gesehen, oh Donna.
äußersten Grenze seine Leidenschaft heute wächst. Er ist ein Goldschmied, ein Schlichter. Und seine Liebe, die macht ihn zum Dichter. Und zur Musik meiner Tänze schreibt er glücksberauscht einen Text. Das hat das Maß der Liebe.
hier gab meine Kunst probiert. Da trifft meine blitzende Spada alle Frauen glaub zu Bienen stehen. Keine Frau kauft sich am Tag zu grüßen, aber nacht ist keine mich in Ruhe. Und dann flüstern sie mir zärtlich zu. Lass mich, lass mich einmal deine Carmen sein. Nur einen Tag, nur eine Stunde. Lass mich mal in deinem zur Hälfte Sex, zur Hälfte Pie.
zur Hälfte Peel, zur Hälfte Sex. Ach, ich hab noch nicht erreicht das Ziel. Und noch bin ich nur 5er Peel und 4er Peel und 3er Peel. Dabei wär mir kein Peel zu viel im Geigenteam. Doch könnte ich mein Ziel erreichen, würde mir kein Star dergleichen. Und ich ließ mich nie erweichen. Marilyn Monroe könnte man streichen. Leg die Garbo auf die Knie, hingestreckt und flehte sie. Lass mich auch noch gelten, wie? Nie. Nee, nun bin ich mal 6er-Peel. Von Form auf Fass als auch Profil. Und nun hab ich mal das Gefühl, von außen warm, von innen kiel. Zur Hälfte Peel, zur Hälfte Sechs. Ein rechter 6er-Peel komplett. Und jetzt habe ich erreicht mein Ziel. Am ganzen Körper 6er Peel und 7er Peel und 8er Peel. Was bin ich schon vom 6er Peel, das Flatulentia. Mir ging es übrigens heute Nachmittag genauso. Ich kam nämlich mit wehenden Winden von Darmstadt über Eutingen nach Pforzheim. In dieser Geografie traf ich einen uns wohlbekannten Staatssekretär, den ähnliche Nöte plagten wie mich. Tja, er erzählte mir ganz detailliert und pedantisch von seinen Nöten mit der Darmo-Demokratie. Christian, lass die Musik anfahren. Alles nicht wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Aller Leute Scheiße, riechen originär. Wenn sie da so sitzen und behördlich schwitzen, kriecht ein Furz durch den Mund, ganz ohne Grund, stinkt sich gesund und tritt dann den Dienstag mit Pedanterie. Das ist Demokratie. Rieselt ins morsche Gehirn eine senile Ministers. Durch die Stirn
und der Minister kriegt Durst. Er legt sich die Lippen dabei, steigt ihm der Furcht bis zum Halse. Er niest und er schnaubt und er deckt und er sprüht. Und dann wird es auch dem Minister zu dumm. Er macht eine Pause, möchte gern nach Hause, hält sich den Bauch und dann lässt er den Furcht an der richtigen Stelle hinaus. Jetzt ist der Furz nicht mehr nur Geschwätz, sondern ein Gesetz. Alles ist wie Scheiße, aber präzisiert. Daher wird der Furz jetzt sauber registriert. Kommt in eine Mappe mit einer schönen Klappe und einer Nummer am Schurz. Trifft dann ganz kurz auf Brüder gefurzt und kriegt einen Stempel, den geht jeder auf den Leim, nämlich das Wort Geheim. Er kommt ins Parlament, dort wird er manchmal gerochen, aber impotent. Wird über ihn debattiert, dann sagt ein Redner, hohes Haus, dieser Furz muss raus. Und das sind die richtigen Worte, die kriegen viel Applaus. Dann wird der Furz dem Volk geschenkt. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Aber diese Scheiße ist jetzt im Verkehr. Weil sie so bequem ist, weil sie kein Problem ist, schlucken wir sie ganz frei, furzen dabei, selber entzweien. Ja, pass uns zum Mittelmann anstatt nur zum Vieh. Das ist Demokratie. Demokratie ist, denn das ist ja eine gute Überleitung für uns, denn wir Künstler werden ja auch oft gefragt, was wir denn so tagsüber machen und ob wir auch einen richtigen Beruf hätten. Naja, also Sie haben es ja vorhin gehört, der Louis ist ein Goldschmied, ein Schlichter, seine Liebe, die macht ihn manchmal zum Dichter, ja, hat auch ihren Programm Liebesabend, kommt ja am 12. April, gibt es glaube ich auch schon kaum, so kleine Werbeflock am Rande. Ja, und der Christian und ich, wir sind im öffentlichen Dienst. Da sagt jetzt natürlich jeder gleich, ja, Beamter. Ja, weil im öffentlichen Dienst ist ja jeder gleich Beamter, ist ja klar. Sie können froh sein, dass wir heute streiken. Ja, aber da kriegen wir immer natürlich die neuesten und tollsten Beamtenwitze zu hören. Das freut uns dann immer ganz arg. Gell? Ja. Und jetzt müssen wir hier mal eine Lanze brechen für einen Berufsstand, der zu Recht verkannt wird. Denn es ist heutzutage sehr schwer, als Staatsbeamter Karriere zu machen. Und warum? Das erklären wir Ihnen jetzt. Bitte, Herr GMDTV, ein schneidiges, deutsches Marschmusikvorspiel. Staatsbeamter möchte jeder gerne sein. Staatsbeamter, schon der Titel schüchtern ein. Staatsbeamter bin auch ich als Resultat, denn wozu brauche ich sonst einen Staat? Staatsbeamte müssen heute nicht mehr studieren. Staatsbeamte müssen sich spezialisieren. Und auch ich merke schnell, dass es so besser geht. Und an mir eine Spezialität. Aber welche? Ja, welche? Da werden Sie staunen. Ich verstehe nichts von Jus und Latein. Mathematik, die lass ich lieber sein. Doch ich krieche sehr gut und auch gern Marsch, Marsch, Marsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Ein Minister wird sehr leicht nervös. Doch bei mir bleibt keiner lange böse. Denn ich blick ihm ins Auge und merk gleich, der ist Marsch. Und steckt schon tief im Arsch, tief im Arsch. Am Anfang fiel mir das Kriechen etwas schwer.
um so wie ich von Arsch zu Arsch zu ziehen. Und es war mir am Anfang meiner Laufbahn schnell klar, dass ich innen Politiker war. Die heutige Jugend hat für meine Arbeit wenig Sinn. Die blicken einen Arsch an und studieren gleich Medizin. Beschäftigen sich mit Protokollen, mit Weißbuch und dem Arsch und streben gleich nach Kanzler oder einem sonstigen hohen Arsch. Ja, es gibt aber nicht nur Ärsche hier im Ministerium. Auch in Betrieb und Gewerkschaften stehen Hunderte herum. Ich selbst mag die Politiker. Warum? Weil sie es gibt. Weil die auf jeden Fall die größten Löcher sind. Und auf die mache ich jetzt auch Karriere. Und auch im Ausland schätzt man mich schon sehr. Denn ich kriege es sehr gut gegen fremden Monarch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. Drum nehmen auch Sie meinen wohlgemeinten Rat. Wenn Sie Ihr Chef stört, schreiten Sie zur Tat. Kriechen Sie ihn zum Klang von einem schmissigen deutschen Marsch. Folgendes überlegt. Ich muss mich jetzt unbedingt beruflich orientieren, und zwar Arsch. Ach so. Ja, weil es hat ja für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Mit der Goldschmiederei in der Schmuckbranche hat es überhaupt keinen Sinn mehr. Da hätte ich mal einen Tennisarm, dann hätte ich mal stromme steife Finger, dann fahrt man es ins Kreislein, ich habe ja auch eine doppelseitige Fersensporn-Kette. Ich sage das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Ach du, ich glaube, ich ist eine Frage für Ersatzteillage, oder? Nein, das wird für mich sowieso schon lange mal sein. Ja, das will ich sagen. Du, ja. Wo wir schon gerade bei sind, du, ich habe da die Schnauze voll zu meiner beruflichen Zukunft. Weißt du, mit dem ganzen Abgestau, wie schon Stauballergie. Ich bin schon ganz verdrückt von der ganzen Griecherei. Du bist ja nicht jetzt einfach hier so als Musikpädagoge. Hä? Oh, yes. Das ist auch schon so da aufgestellt worden. Du, aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Wer soll denn vielleicht an so einer Audition teilnehmen? Audition? Ja. Das ist was Unanständiges. Nein, das ist Audition. Da muss man halt vorsingen, tanzen, singen, pfeifen. Aber was soll denn zu erinnern? Ach, du liebe Zeit. Ach du, da war gestern im Fernsehen. Ich Tarzan, du Jane. Ich könnte der Tarzan spielen, aber was du spielen sollst, das weiß ich auch nicht so recht. Jane, ihr Großmutter vielleicht. Also sag mal, ihr habt endlich ihr umgekehrt denkt, ne? Echt? Du Jane mit Schwangerschaftsstreif und ich. Was denn? Wo soll man denn eigentlich dann doch noch waschen? Also zum Dieter Bohlen gehe ich nicht. Oh, da bei dem ist sowieso die Altersgrenze, da bist du sowieso schon lange drin. Ja, da müssen wir jetzt in die Oberheim irgendwas machen. Das ist ja vielleicht ja doch der Fall. Yes, das macht uns alles sehr lieb doch gar nicht. Ja, das ist ja gerade, aber wo soll man dann noch? Weiß auch nicht, was meinst du? Ich weiß. Zum Mr. Bob. Mr. Bob? Mr. Bob, haben Sie nicht so einen kleinen Job für mich und mein Kollegen? Mr. Bob, wenn ihr auch so tun, als ob wir zwei wollen was bewegen. Doch Sie werden es erleben, wenn Sie uns eine Chance geben, ziehen Sie das große Los, denn in der Arbeit sind wir groß. Mr. Bob, haben Sie nicht so einen kleinen Job für mich und mein Kollegen? Er kann schwimmen, er kann springen. Er kann pfeifen, er kann singen, er ist Flöte, er Trompete und das alles ganz 1A. Mr. Bob, haben Sie nicht so einen kleinen Job für mich und mein Kopf?
schon glatt. Ja, also ob sie uns halt nehmen, gell? Ja, aber jetzt haben wir das Ziel gesehen, was in uns steckt. Ja, und vielleicht wollen ja sogar Sie uns ja mal engagieren, wer weiß. Ja, wir treten nämlich fast zu jedem Anlass auf. Oft zum Kinder-, Jugend- oder Kreisengeburtstag. Ja, oder zum Beispiel zur kupfernen Hochzeit, zur Papierhochzeit, zur eisernen Hochzeit, zur goldenen Hochzeit, zur silbernen Hochzeit, zu der Hochzeit, zu der Sie gerne wollen. Ja, das ist ja ganz egal. Aber denn Sie wissen ja, er kann steppen. Er kann springen. Er kann pfeifen. Er kann singen. Er hat Flöte. Er Trompete. Und das alles ganz 1A. Mr. Bob, Mr. Bob, haben Sie nicht so einen kleinen Job für mich und mein Kollegen. Mr. Bob, Mr. Bob, wenn ihr auch so tun als ob, wir zwei wollen was bewegen. Denn Sie werden es erleben, wenn Sie uns eine Chance geben, Sie spielen das große Lust, denn in der Arbeit sind wir groß. Mr. Bob, Mr. Bob, haben Sie nicht so einen kleinen Job für mich und mein Kollegen. Wann sehen wir uns wieder? Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder am 4. Oktober hier im Hause und am 22. November. Ja, das ist eine lange Zeit, aber leider nicht mit diesem Programm. Nämlich in dieser Zeit bereiten wir etwas Neues vor. Zum 20er-Jahre-Festival der Stadt Pforzheim treten wir zusammen hier im Haus mit Robert Kreis auf. Also, wer Lust hat, gibt es irgendwann mal beim Kabel, was mit der Wand. Aber Sie müssen hier schon ein bisschen ranhalten, Sie haben sehen, es könnte vielleicht eng werden, ja? Ja, eben. Ja, auf jeden Fall von unserer heutigen musikalischen Reise durch den Körper sind wir jetzt total erschöpft. Ja. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen schönen Abend bereiten und Sie konnten sich auch ein wenig in uns reinversetzen. Oh. Ja, ob fürs Hirn oder fürs Herz oder für die Regierung weiter unten. Oh ja, meine Füße, den Arsch wieder, wie ich sage. Ganz egal, das bleibt Ihnen überlassen. Ja. Und zum Abschluss haben wir noch einen gut gemeinten Tipp, den Sie natürlich auch mit nach Hause nehmen dürfen. Nämlich fürs Hirn und fürs Herz. Mhm. Nämlich, meine Herren, wenn Sie heute Abend vielleicht dem Objekt der Begierde begegnet sind und Sie fragen Sie, ob Sie den weiteren schönen Abend mit Ihnen verbringen möchte und Sie sagt nein, ja, dann könnte es vielleicht auch ein Ja bedeuten. Oder umgekehrt. In diesem Sinne, einen vergnüglichen Abend und eine gute Nacht. Monat April. Frage die Frau ganz.
sie mich lieb, sie sagt zwar nein, das heißt oft beinahe so viel wie ja. Ja und nein, das kann das Gleiche sein, es kommt dabei nur drauf an, ob der Mann es dann fühlt oder nicht. Die Jahreszahl der Songs und da steht auch natürlich die Antikose der Komponisten, die Kragenkose der Komponisten, die Hochkose der Komponisten, die Antikose der Komponisten und alle Kurse, die sie überhaupt haben, wie sie wollen. Also alles steht drin, Informationen. Ja, also gut, dann können wir jetzt gehen. Genau, jetzt gehen wir erstmal ins. Also ich, aber ich glaube, der hätte nichts mehr. Wieso? Und das, was ist das noch? Das ist ein leeres Blatt, da steht ja auch ein Text drauf. Ja, dann singen wir es halt ohne Text, weil das ja schon mal. Das geht doch am Arsch. Das können wir nicht machen, das geht doch am Arsch. Ach was, jetzt hau rein, Bürschle! Oh, Jesus. Ich kenne ein Lied und dieses Lied ist wunderschön. Ich habe so etwas im Leben nie gesehen. Jedoch sind gegenwärtig die Worte noch nicht fertig. So muss es ohne Dichtung gehen.
bin ich lieber winkend von der Bühne, das mache ich nicht nochmal mit. Tschüss, ja, tschüss, tschüss. Neulich sprach ein junger Mann zu einem sehr erfahrenen Mann, was Hubi-Bänder Meter dir gefällt. Aber statt der erfahrene Mann nur Freude zu dem jungen Mann, das ist die leichteste Sache von der Welt. Winke, 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 mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund. Winke, 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 denn zu winken gibt es immer einen Grund. Geh an Frauen nie vorüber, ohne einen zarten Wink in einen Blick. Denn die Jungs ist kleine Zart, die ganze Skete und der Party. Winke, winke, ins Glück. Jede Katze, jede Kater, jedes Mädel einen netten jungen Mann. Ihr braucht doch den Berater, der ihr etwas von der Liebe sagen kann. Jede Katze, jede Kater, und ihr schwert man sich auf und auf den an. Unser Glocken hat verwirrt, in dem Schnurren aus der Föhn, hier der Kater heran. Winke, 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 mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund, zählt der Deck und Tisch, winke. Mit den Händen, mit den Augen, mit dem Mund, gell? Also mit den Händen können wir nicht machen wollen. Also, echt, ich bin da jetzt noch nicht so oft. Doch, das ist schwierig, aber jetzt wieder.
Stückwort, es war großartig, muss ich euch ehrlich sagen. Es ist tief in meinem Herzen bewegt. Ich bekomme nämlich gerade einen Broadway und das ist angebaut. Also von Trotz zum Broadway und wieder zurück. Ja. Wir haben jetzt noch ein Lied für Sie aus einem Film, getextet von Willy Demel und Franz Groh, der hat Musik geschrieben aus dem Ufa-Film Hab mich lieb. Ja, meine Damen und Herren, und wir haben Sie natürlich auch schon lange lieb gewonnen. Und deswegen schließen wir nun unser Programm mit dem Lied Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Guten Tag.